Hi, ich bin Dominik. Die letzten 100 Tage habe ich versucht, meine Sport- und Ernährungsroutine wieder in den Griff zu kriegen, um meinen Körper und generell mich selbst wieder auf Vordermann zu bringen. Doch um zu verstehen, wieso mir das Ganze so wichtig ist, möchte ich euch gerne etwas weiter in die Vergangenheit mitnehmen. Das war ich in meiner Schulzeit. Ich war dünner als die meisten Mädchen und war einfach generell der Schwächste in meinem Jahrgang. Ich war mein Leben lang der, der beim Völkerball als letztes gewählt wurde. Doch der größte Unterschied bestand damals noch im Kopf. Ich wusste damals nicht, wo ich hingehörte, hatte so gut wie keine Ziele und wusste einfach generell nicht, was ich mit mir selbst anfangen soll. Ich dachte damals, dass aus mir selbst nie etwas werden wird und viele Menschen in meinem Umfeld haben mir das auch regelmäßig bestätigt. Und wenn man etwas öfter hört, dann fängt man nur noch mehr an, es zu glauben. Ich spielte 10 Stunden am Tag Computerspiele, machte absolut gar nichts und war einfach all das, was man heute als Loser bezeichnen würde. Aber die Person, die am allermeisten enttäuscht war, war ich selbst. Eines Nachts, als ich auf dem Heimweg von einer Party war, kam ich zufällig beim Fitnessstudio von meiner Stadt vorbei. Ich weiß nicht warum oder was mich da geritten hat, aber in dieser Nacht habe ich mir geschworen, dass ich anfangen würde zu trainieren und das Ganze durchziehen würde, komme was wolle. Am nächsten Tag stand ich mit dem heftigsten Kater meines Lebens und sage und schreibe 54 Kilogramm Körpergewicht im Fitnessstudio und konnte nicht mal die leere Stange hochdrücken. Ich hatte absolut keinen Plan, was ich dort zu suchen hatte und hatte auch absolut keinen Plan, was ich dort machte, aber wieso auch immer, machte ich regelmäßig weiter. Und nach Monaten kamen die ersten kleinen Erfolge. Das erste Mal in meinem Leben tat ich etwas konsequent und hörte nicht direkt auf, als es anstrengend wurde. Über die nächsten Jahre stieg mein Selbstbewusstsein und ich lernte, mich selbst zu mögen und wertzuschätzen. Ich verstand auch endlich, dass die Kontrolle über mein Leben in meiner Hand lag und dass ich mich selbst verbessern könnte, wenn ich dafür nur arbeiten würde. Der Kraftsport lehrte mich alles, was ich wissen musste, um mich selbst aus dem dunklen Platz, in dem ich damals war, zu befreien. Und er wurde sehr schnell zu einer tragenden Säule in meinem Leben. Doch vor ein paar Monaten geriet diese Säule ins Wanken. Aufgrund der aktuellen Situation hatten die meisten Fitnessstudios zu und hinzu kam, dass mein lebenslanger Traum vom YouTube-Videos machen immer mehr zur Realität wurde. Versteht mich bitte nicht falsch, ich bin absolut dankbar für die Chance, die ich hier gerade von euch bekomme und YouTube-Videos zu machen war schon immer mein Traum, aber die brauchen halt extrem viel Zeit. Das soll auch keine Ausrede sein, es gibt keine Ausrede dafür, keinen Sport zu machen, aber die Stunden im Schnittprogramm wurden immer mehr, während die Sporteinheiten immer weniger wurden, bis ich irgendwann gar keinen Sport mehr machte. Und das ein Dreivierteljahr lang. Meine Ernährungsroutine war quasi nicht vorhanden, ich aß das, was schnell ging und meine Motivation war einfach nicht mehr vorhanden. Mein Körper litt darunter. Und zwar Tag für Tag. Doch vor 100 Tagen habe ich beschlossen, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Innerhalb der ersten 30 Tage habe ich versucht, Sport wieder in meine Routine zu integrieren. Einfach nur ins Gym zu gehen und einfach nur am Start zu sein, war für mich die oberste Priorität. Danach folgte die Ernährung. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag 140 Gramm Eiweiß, 70 Gramm Fett und 450 Gramm Kohlenhydrate zu essen. Diesen Wert habe ich in den ersten 30 Tagen immer nur grob abgeschätzt. Danach begann ich aber, meine komplette Ernährung mit einer App zu tracken. In diesen 100 Tagen war es das Wichtigste für mich, pro Woche 4 bis 5 Mal trainieren zu gehen. Das Ganze war in den ersten 30 Tagen auch eher eine Herausforderung, da ich mich wirklich nicht fit fühlte, meine Gelenke eingerostet waren und meine Kraft auch irgendwie ausblieb. Jedoch fiel es mir im Laufe dieser 100 Tage immer leichter, bis der Punkt gekommen war, an dem mir das Ganze endlich wieder wahnsinnig Spaß machte. Ich freute mich jedes Mal aufs Training und immer wenn ich dann trainieren war, war ich top motiviert und konzentriert. Das alles färbte auch auf alle anderen Bereiche in meinem Leben ab. Ich war kreativer, motivierter Videos zu machen, konzentrierte mich besser, wurde nicht so oft abgelenkt und war im Großen und Ganzen einfach viel glücklicher. Und jedes Mal, als ich dann auch optische Erfolge gesehen habe, war ich noch motivierter, mehr Gas zu geben. Aus der Abwärtsspirale, in der ich in den letzten Monaten gefangen war, wurde schnell eine Aufwärtsspirale, die sich nicht nur auf meinen Körper, sondern auf mein ganzes Leben auswirkte. Ich habe dann auch angefangen, regelmäßig laufen zu gehen und eines Abends, an dem ich entweder top motiviert war oder komplett meinen Verstand verloren hatte, habe ich auch beschlossen, mich für einen Marathon anzumelden. Ob das Ganze eine gute Idee war, wird sich in Zukunft zeigen. Ich habe weiter nach einem Oberkörper-Unterkörper-Split trainiert und endlich kam die Liebe und die Leidenschaft fürs Training, die ich
so lange verloren hatte, wieder zurück. Auch an Nicht-Trainingstagen habe ich versucht, mich sportlich zu betätigen, einfach weil ich Spaß dran hatte. Ich achtete auch auf meine Regeneration und auf den Schlaf. Jeden Tag 8 Stunden zu schlafen ist auch verdammt wichtig für den Muskelaufbau. Aber was mindestens genauso wichtig ist, war die Ernährung. Am Anfang fiel es mir wahnsinnig schwer, auf Süßes und vor allem auf Zucker zu verzichten. Jedes Mal, wenn ich es ein paar Tage ohne geschafft hatte, wurde ich rückfällig und hatte dann die nächsten Tage so Bock auf Süßigkeiten. Doch dann hatte ich eine wahnsinnig schlaue Idee und die war einfach, keine Süßigkeiten mehr zu Hause zu haben. Damit hat es dann auch perfekt funktioniert und mir ist eine gesunde Ernährung in den letzten Wochen so leicht gefallen wie noch nie in meinem Leben. Ich habe sogar angefangen, ein wenig zu kochen und hatte da sogar auch Spaß dran, auch wenn ich es überhaupt nicht kann. Meine Ernährung war großteils durch die Makronährstoffe, auf die ich kommen musste, bestimmt, aber trotzdem musste ich keine Abschnitte machen. Gesundes Essen ist halt wirklich genauso geil wie ungesundes Essen. Ich persönlich liebe Sushi zum Beispiel. Aber bei Sushi bitte auch aufpassen, weil da ist Zucker drin. Der Reis wird mit Zucker verklebt, wollte ich hier nur mal dazu sagen und betonen. Das Training und die Ernährung liefen von selbst. Ich war die meiste Zeit motiviert und wenn ich es mal nicht war, dann war ich diszipliniert genug. Und während die beiden Sachen Spaß machten, passierte die wirkliche Arbeit aber im Kopf. In Form zu kommen ist gleichzeitig extrem einfach und extrem herausfordernd. Man muss nur trainieren, auf seine Ernährung achten und genügend regenerieren. Doch damit das Ganze Früchte trägt, muss man es über einen sehr langen Zeitraum machen. Und über diesen Zeitraum das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, ist die wahre Kunst. Bei meinem Versuch, genau das zu tun, sind mir folgende Dinge klar geworden. Es funktioniert meist besser, seine Umgebung zu kontrollieren, als sich selbst zu kontrollieren. Am Anfang fiel es mir, wie gesagt, verdammt schwer, auf Zucker zu verzichten. Egal wie sehr ich mir vornahm, nichts Süßes zu essen, im Laufe des Tages passierte es dann einfach doch. Ich habe die Selbstkontrolle von einem Volksschulkind und als ich dann einfach keine Süßigkeiten mehr zu Hause hatte, funktionierte es, weil ich nicht mal Selbstkontrolle brauchte. Ich ersetzte Süßigkeiten durch Obst und Tiefkühlpizzen durch vollwertige Mahlzeiten und meine Ernährung änderte sich quasi über Nacht. Außerdem machte ich mir mit Freunden fixe Trainingstage und Zeiten aus, um sicherzugehen, dass ich kein Training auslassen würde. Wenn ich also nicht erscheinen würde, dann enttäuschte ich mich nicht nur selbst, sondern auch noch jemand anderen. Das Ziel, in Form zu kommen, ist wie ein Berg. Es mag am Anfang vielleicht überwältigend erscheinen, aber wenn man einfach nicht aufhört zu gehen, dann wird man es früher oder später erreichen. Es ist wichtig, sein Endziel im Kopf zu haben und das auch zu sehen, aber es ist genauso wichtig, einfach einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ich persönlich fühle mich nach diesen 100 Tagen so gut wie wirklich lange nicht mehr. Ich habe meiner Meinung nach viel dazugelernt und habe mich auch geistig weiterentwickeln können. Und ob das körperlich auch so aussieht, das seht ihr jetzt. Ich finde schon, dass man Unterschiede erkennen kann, vor allem im Schulter- und Armbereich. Das hier ist die Gegenüberstellung zu Tag 1 und das hier zu Tag 30. Am 30. Tag und am 100. Tag habe ich Maße genommen. Diese seht ihr jetzt am Bild. Jeder von uns hat genau einen Körper und wenn wir Glück haben, dann ist dieser sogar so gesund, dass wir Sport machen können. Die letzten Tage haben mir wieder einmal bewusst gemacht, wie wichtig das Ganze ist und wie sich ein Leben dadurch verändern kann. Und ich werde nach diesen 100 Tagen garantiert nicht damit aufhören. Ich plane, euch regelmäßig Updates zu geben, vielleicht bei einem halben Jahr und bei einem Jahr. Außerdem plane ich, neue Sportarten auszuprobieren und darüber Videos zu machen. Sport zu machen ist keine Pflicht, sondern ein Geschenk. Und jeder, der imstande ist, von diesem Geschenk Gebrauch zu machen, der sollte das auch auf jeden Fall tun. Und hey, wenn ich auch nur eine Person motivieren konnte, ein bisschen gesünder zu leben, dann hat sich meine ganze Arbeit absolut ausgezahlt. Und bitte denkt dran, egal wie weit einem der Weg erscheinen mag, selbst ein Marathon beginnt mit einem simplen Schritt.